Es gibt ein Time Limit? Es gibt ein gottverdammtes Time Limit? Willkommen hier zu einem neuen Let's Play hier auf meinem wunderschönen Kanal. Heute zu BeamNG.Drive. Ein Spiel, was ich mir jetzt durch Steam Summer Sale geholt habe. Und ich habe einfach mal gedacht, gut, wir gucken einfach mal, das Spiel wollte ich schon seit langem haben. Wir gehen einfach mal hier in Campaigns rein. Ich habe das bisher noch nicht gemacht. Get started by learning the essentials of driving in BeamNG Drive. Ich habe es ein bisschen schon angezockt gehabt, aber ich würde sagen, wir gehen mal gemeinsam nochmal rein. Welcome to the ETK Driver Experience Center. My name is Mike and I believe you understood instruction for this cursor. Let's start it out nice and easily. All you have to it's elevate it and then stop before you hit the barriers. Make so you break when you reach the stop things. Mein Englisch ist nicht gerade so gut, aber wir gucken einfach mal. Aber mit den Pfeiltasten fährt man, okay. Schönes Auto. Ich hoffe, ich bin laut genug. Sauber. Viel zu einfach hier für Mansi. Okay, man kann angeblich mehr Punkte machen. Okay, gehen wir einfach mal ins nächste rein. In the unlike event than you wrote, it's not straight, you may need stop arrow low sighting and you use car steering wheels. So, okay, ich glaube, ich soll hier einfach mal hier so mal lang sliden. Falls im Hintergrund irgendwas hört, ja, das ist ein das ist Gewitter, bei uns gewittert das. Okay, ich glaube, ich sollte nicht schlittern. Successful. Ich glaube, das ist so okay. Ich würde einfach mal, wir gehen trotzdem nochmal auf Next. Wir machen einfach mal weiter. So, you have mastering the art of turning left, but you navigation the narrow road. ETK has learned us one of the sad test cards, please take care it off. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Also ich, wie gesagt, ich kann kein Englisch. Und vor allem, ich habe jetzt eine Nacht durchgemacht. Beziehungsweise ich hatte Nachtschicht gehabt. Und da ist das dann doch schon ziemlich schrecklich. Oh nein, ich möchte das bitte wiederholen. Geht das? Ich kann euch gleich mal was zeigen hier. Es ist mit realen Schaden. Es ist wirklich einfach realer Schaden dabei. Hier, Wendy, komm. Started. Ich habe es kapiert. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich habe es kapiert. Los geht's. Was ich noch dazu sagen soll, BeamNG Drive, was ist das eigentlich für ein Spiel? Für mich ist es eigentlich so eine Art Crash-Dummy-Spiel, so, ja, wir testen mal das Auto und gucken mal, was die Crash-Test-Art sagt. Beziehungsweise ist es eigentlich auch ein recht okayes, kann man das so sagen? Okayes Spiel, was in Richtung Auto lernen geht, weil man kann hier gucken, wie reagiert das Auto, wie macht er. Oh mein Gott, ist das schön. Translates at railway speed requests a gentle hand of the steering wheel. Do you have what to take at control an 80s supercar? Alter, das geht hier ab. So, 4 Checkpoints.
Ich habe eine Kollision gehabt? Wo habe ich eine Kollision gehabt? Ja, okay, die Kollision habe ich gesehen gehabt. Scheiße, mir fallen jetzt erst so die ganzen Dinge auf. So, wollen wir uns mal ein bisschen konzentrieren, nicht wahr? Bin mal gespannt, was das Spiel noch so auf sich hat. Okay, man darf auch keinen Unfall bauen. Schön zu wissen. Und hier durch. Ey, komm, noch besser geht's nie. Jetzt bin ich kurz aus dem Spiel rausge... Ne, 2. Okay, das ist... Es ist okay. You can take. Just in corner. Hit enemy speed. Stick on the speed. Limit on the science. To... Government you successful. Okay. Hat es gerade geblitzt hier bei mir? Ja, ihr hört's ja, wie das Wetter bei mir ist. Es ist gar nicht mal so leicht, das Spiel hier. Oh mein Gott. 400 Punkte. Na 3. Wie viel gibt es denn bitte noch? Seid jetzt schon krank? Easy Circus. If you set up your circus from your particular, what you learn? 2 laps, no super. Okay. Wir sollen jetzt 2 Runden hier schaffen. Bin ich mal gespannt, ob wir das vielleicht schaffen. Ich bin kein Rennfahrertyp, muss ich leider zu sagen. Was? 61%? Ich hab... What the fuck? Es ist ja richtig schwer. Also, es kommt vielleicht nicht gerade so an, dass es extrem, dass es schwer ist, aber eine gute Zeit zu schaffen und gleichzeitig alle Checkpoints zu erreichen und dann ohne Schaden. Aber es ist natürlich die Frage, auf was gehe ich hin? Gehe ich die normale Bremse oder gehe ich die Handbremse? Bei der Handbremse werde ich wohl viel, viel Zeit verlieren. Ich habe hier es nie. So, zweite Runde geschafft. Erste Runde Warum fange ich jetzt an zu reden? So, zweite Runde. Vorher bremsen schon mal. So. Perfekt. Erster. Wisst ihr was? Ich habe hier gerade nicht. Ich habe gerade hinten mein ganzes Heck verloren. Habe aber nur 9% Schaden am ganzen Fahrzeug. Und ich fahre einmal leicht an die Wand und fliege erstmal komplett raus, weil mein Auto viel zu kaputt ist. Die Sinnlosigkeit dahinter ist jetzt gerade irgendwie so. Hier ich nicht. Oh, ich... Hier, 11%. Vorhin hätte ich jetzt, wäre ich jetzt schon rausgeflogen. Das war knapp gewesen. Komm.
Letzter Checkpoint. Es gibt ein Time Limit? Es gibt ein gottverdammtes Time Limit? So, aber jetzt. Okay, Leute. Ich glaube, es ist heute. Ich bin einfach nur übermüdet. Und das ist der einzige Grund, warum ich das nicht mehr bekomme. Deswegen gehen wir hier so schön ins Menü hinein. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Gebt einen Daumen nach oben, wenn das Ganze euch gefallen hat. Gebt einen Rund, wenn nicht. Schreibt mal dann bitte in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Natürlich auch Themen könnt ihr ansprechen. Und allgemein, hallo zum Beispiel. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euch mal ein Wort. Ciao, ciao.